Seit einigen Wochen hat auch der Euroraum sein QE. Mario Draghi will die Märkte in den kommenden Monaten mit insgesamt 1,1 Billionen Euro fluten und will damit endlich die Wirtschaft ankurbeln. Doch es ist ein durchaus gefährliches Manöver, was man da im Eurotower in Frankfurt fährt. Sprechen wir darüber mit Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Herr Naumer, schauen wir direkt auf den Rentenmarkt. Bundesanleihen notieren bereits heute auf einem schwindelerregenden Niveau. Muss man davon ausgehen, dass Negativrenditen im Laufe der Zeit fast schon zur Gewohnheit werden? Sie sind es ja eigentlich schon, wenn wir genau hinschauen. Also wenn Sie den Markt für Anleihen anschauen, merken Sie, dass 70%, über 70% der umlaufenden deutschen Staatsanleihen negative Rendite ausweisen. Das heißt, wenn Sie heute eine Staatsanleihe kaufen, müssen Sie in Laufzeitenbereichen 7 Jahre plus gehen, um das Schwarze unterm Fingernagel zu verdienen. Und das ist erst der Anfang. QE hat ja gerade vor ein paar Wochen begonnen. Das heißt, dieses massive Aufkaufprogramm kommt jetzt ins Rollen, soll mindestens bis September nächsten Jahres weiterlaufen. Insofern, es ist schon die Normalität. Sie sind außerdem der Ansicht, dass die EZB irgendwann mit der Realität des Marktes, so haben Sie es formuliert, konfrontiert wird. Was meinen Sie mit dieser Realität des Marktes? Nun, die Realität sagt mir einfach, ich muss mir anschauen, was kann denn die EZB eigentlich kaufen? Also wenn wir ins nächste Jahr reinschauen, wissen wir, dass die europäischen Staaten planen, ca. 280 Milliarden neuer Staatsanleihen auszugeben, Netto-Neuemissionen. Kaufen will die EZB das 1,5-fache mindestens, eher mehr. Das heißt also, es muss Investoren geben, sagen wir Privatanleger, institutionelle Investoren, die Staatsanleihen in großem Umfang verkaufen. Wer tut das? Also wer heute noch irgendwie eine Rendite eingeloggt hat, hat ja ein Problem, das Geld wieder anzulegen, außer er sagt, und das ist ja durchaus plausibel, ich gehe an den Aktienmarkt. Das heißt, die EZB kann ihr Anleihekaufprogramm in der jetzigen Form gar nicht durchhalten? Also wie sie es jetzt geplant hat, hat sie größte Schwierigkeiten, weil ich nicht wüsste, wer die ganzen Staatsanleihen verkaufen soll. Sie muss aller Voraussicht nach technische Anpassungen vornehmen. Es kann zweierlei heißen. Es könnte sein, dass sie den Einlagenzins nochmal runternimmt, weil sie ja sagt, Selbstverpflichtung sozusagen. Sie kauft nur bis zu diesem Renditeniveau des Einlagenzinses, minus 0,2% wohlgemerkt auf. Könnte ihn runternehmen, hätte mehr Volumina, die sie kaufen kann. Oder, und das wäre meine präferierte Variante, sie verlängert die Schrittfolge, kauft über die Zeit weniger, streckt das Programm. Ein drittes Szenario, was zuletzt immer wieder am Markt diskutiert würde, könnte auch sein, dass die EZB Unternehmensanleihen kauft. Halten Sie das für ein realistisches Szenario? Absolut nicht. Also wenn sie das kauft, kann sie auch gleich Aktien kaufen und dann ist sie letztendlich Käufer von allem und jedem Möglichen. Also eine Zentralbank muss auch wissen, wo ihr natürliches Ende des Handelns ist und sie hat ja jetzt schon einen Bauchladen an Zielen, die sie erfüllen muss, was sie faktisch gar nicht kann. Und jetzt auch noch quasi in die Kreditfinanzierung, was anderes wäre es nicht, von Unternehmen einzusteigen, das wäre wirklich zu viel des Guten und eine absolute Überspannung ihres Mandats. Welche Folgen ergeben sich nun aus der aktuellen Gemengelage für Privatanleger? Ganz klar, die Negativphase wird sich noch verschärfen. Ich erwarte konkret, dass die 10-Jährige auch unter Null geht. Das ist gut so. Dann haben es die Letzten verstanden, dass Staatsanleihen kein Mensch mehr braucht. Das heißt, die Anleger müssen aus der Komfortzone raus. Was heißt das? Sie müssen zumindest überlegen, kaufe ich mir zum Beispiel noch Anleihen aus aufstrebenden Staaten und darüber hinaus gehe ich in Aktien. Aktien sind Sachwerte und in Zeiten wie diesen brauchen wir Aktien, also Sachwerte. Eine Einschätzung von Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Vielen Dank für das Gespräch.